Mäusen, hey meine lieben Mäuse, welcome back to my channel. Emotions Ana. Na, wie geht's euch? Ich hoffe, geht es gut. Und ich fange mal an. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal heute so mein Kulturbeutel. Weil ich habe mir jetzt mal neulich ein paar von gekauft. Weil je älter ich werde, schussliger werde ich und ich bin eigentlich tendenziell immer nur am Suchen. Wo ist das? Wo ist das? Wo habe ich das hingepackt? Oftmals ist das schon so, dass ich, keine Ahnung, wenn ich die Fernbedienung oder irgendwas irgendwo hinlege, dass ich dann schon mit mir rede und sage, so Ina, hier, schau, ich hab das jetzt hier hingelegt. Nicht, dass du nachher wieder suchst. Und was passiert? Ich suche. Ja. Was kann man dagegen tun? Man kann sich... Ja. Man darf ganz, ganz viel lachen über sich selbst. Dass man schusselig wird und vergesslich, wenn man älter wird. Das ist vollkommen normal. Der eine, bei dem einen eher, bei dem anderen später. Und ich habe mir jetzt eine Kulturtasche geholt. Und da habe ich jetzt mal so alle Produkte drin, die ich so immer so gebrauche. Ich brauche natürlich nicht alles immer, alles an einem Tag. Aber das sind so die Produkte, die ich so zurzeit, so seit ein paar Wochen oder Monaten regelmäßig benutze. Aber wie gesagt, nicht jeden Tag alle. Und ja, das wollte ich euch mal zeigen, was das für Produkte sind. Ich habe mir diesen Kulturbeutel von Puma geholt. Ich habe noch einen in Schwarz und Blau. Und den werde ich auch noch befüllen. Also, ist nichts Spektakuläres. Ich habe gemerkt, dass ich das anders sortieren muss. Ich kann nicht Schminkzeug und so Cremes und Salben in einer Tasche machen, sondern ich muss es tatsächlich danach ordnen, was ist für gut oder was benutze ich täglich oder beinahe täglich und was eher selten. Und seien wir ehrlich, wir Mädels, Männer natürlich auch, aber meistens sind wir Mädels das. Wir haben eindeutig zu viel Kram, zu viel Pflegeprodukte, zu viel Kosmetik. Aber ja, haben wir ja auch alles immer ein bisschen probieren und was Neues austesten. Ja, und wie gesagt, die habe ich mir jetzt zugelegt. Ich habe auch noch zwei andere davon. Ja, ist gut befüllt. Und ich hoffe, dass so
mein Suchen ein bisschen besser wird. Ich muss natürlich auch immer alle Sachen dann wieder hier rein tun. Ja, ich dachte mir, also man kann das dann so aufklappen und dann sind hier zwei Fächer, einmal hier oben, einmal hier unten und dann hier vorne nochmal. Es ist eine unbezahlte Werbung. Ich habe alles selbst ausgesucht, selbst gekauft und bezahlt. So, wie gesagt, das sind so Sachen, die ich so die letzten Wochen und Monate benutze. Nicht alle auf einmal und nicht jeden Tag alles. Aber das sind so Sachen, wo ich immer suche. Weil ich sie immer denn irgendwie mal im Bad liegen lasse, mal im Schlafzimmer, mal auf der Couch und da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Ich zeige euch das mal. Das wäre ganz klassisch eine Vaseline von Balea. Da creme ich mir ganz gerne mal die Füße mit ein, die Fußsohlen oder auch mal die Hände oder auch mal ein bisschen was ins Gesicht. Die habe ich jetzt so seit ein, zwei Wochen. Das ist eine ganz normale von Balea. Kann ich noch nicht so viel zu sagen, aber ich glaube, sie ist ganz gut. Also bisher nichts Negatives oder Positives. Sie macht, was es soll. Mir läuft gerade so doll die Nase. Und die Augen drehen mir so doll. Ich hoffe nicht. Moment. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt auch schon wieder erkältet werde. So, das war die Vaseline. Dann diesen Eisroller-Stick von 4711. Den habe ich euch ja ganz, ganz oft gezeigt. Das war ja so eins meiner Favoritenprodukte für den Sommer. Also das ist natürlich kein Deo-Roller, sondern das ist ein Erfrischungsroller, das kannst du dir ans Handgelenk machen oder an die Stirn, im Nacken, unter die Nase, wo du willst, Fußgelenke. Jetzt benutze ich das nicht mehr so oft, weil jetzt ist ja nicht mehr Sommer. Aber es hilft auch bei leichten Kopfschmerzen, hilft das auch. Ja, und das sind so Sachen, die ich ständig suche, weil ich sie irgendwo gerade hingelegt habe. Also das war mein Nummer 1 Produkt im Sommer. Meine Mutter nimmt das auch total gerne. Jetzt bestimmt auch ein bisschen weniger, aber der Sommer kommt ganz bestimmt wieder. Dann habe ich ja, ganz normales Nasenspray. Das brauche ich manchmal, nicht immer. Also nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche, je nachdem, wie so die Allergie so ist. Dann diese Abschminktücher oder Feuchttücher benutze ich auch nicht jeden Tag. Aber die suche ich auch immer mal gerne. Benutze ich auch gerne einfach so zum Erfrischen. Wer ihr kennt, manchmal hat man auch so ein komisches Gefühl auf dem Gesicht, was weiß ich, dass man glänzt oder so. Und dann nehme ich auch ganz gerne mal so ein Tuch. Diese Marke mag ich sehr gerne, dieses Tea Tree.
Es ist ja Teebaumöl. Teebaumöl mag ich eigentlich überhaupt nicht gerne, den Geruch. Aber alles, was ich von dieser Sorte habe, riecht nicht extrem nach Teebaumöl. Deshalb kann ich das benutzen. Ich habe davon auch ein Körperpeeling und Gesichtspeeling und so Abschminkpads, aber mit Tinktur schon. Finde ich richtig gut. Und sie riechen eben nicht nach diesem typischen Teebaumölduft, weil diesen mag ich gar nicht, den Duft. Die sind richtig gut. Und die sind auch richtig gut feucht. Also man hat ja öfter mal so Feuchttücher oder Abschminktücher. Ups! Hilfe! Meine Konstruktion fällt um. Na, ich glaube das. Bin mir nicht sicher. Ach, jetzt hat sich ein anderes Licht eingeschalten. Na, ich weiß nicht. Ja, man kennt ja auch so vom BB oder auch No Name. Die sind ja manchmal nicht sehr benetzt mit der Feuchtigkeit oder wenn man es halt nicht so regelmäßig benutzt, dann trocknet das auch oft sehr schnell aus. Und ich benutze die nicht jeden Tag, auch nicht jeden zweiten Tag. Ist ganz unterschiedlich, mal auch eine Woche gar nicht. Und sie sind aber immer noch schön feucht getränkt in der Flüssigkeit. Also ich mag diese Firma gut, sehr, sehr gerne. Müsst ihr aber aufpassen, müsst ihr mal ein bisschen googeln, da gibt es erhebliche Preisunterschiede. Die sind eigentlich nicht teuer, aber ihr müsst gucken und schauen, wo ihr die kauft. Die gibt es natürlich auch für teuer. Man muss ein bisschen gucken. Ich kann euch jetzt auch gar nicht aus dem Stegreif sagen, wo ich die geholt habe. Das kann sein bei Parfimo. Nicht Parfumo, sondern Parfimo. Und dann gibt es noch so eine ähnliche Seite, die heißt, glaube ich, Parfüm Dreams oder so. Ich kann es euch jetzt nicht mehr so genau sagen, müsste ich nachschauen. Ja, das wären die. Dann dieses. Bin ich absoluter Fan von. Das ist ja die Balea Med Serie und das ist ein Ultra Sensitive Milky Toner. Das ist jetzt so ein Toner, den du halt drauf lassen kannst. Den habe ich durch Zufall entdeckt, weil ihr wisst, ich hab ja, war ja immer so begeistert von dem Gesichtsspray von Pixi, den Milky Face Mist, also Gesichtsspray, so kleine Fläschchen, gibt es natürlich auch große. Und die waren mir einfach zu teuer auf die Dauer, muss ich sagen. Und dann habe ich nach einer Alternative gesucht und habe mal so ein bisschen gegoogelt, so nach Milky Toner und dann habe ich das gefunden und finde ich richtig gut. Im Nachhinein habe ich rausgefunden, dass das ja wohl einen totalen Hype um diesen Toner gegeben hat und viele den nicht gut finden, aber meine Haut findet den wirklich gut. Ich benutze den nicht unter Make-up oder sowas. Da glaube ich, ist er nicht so gut. Ich benutze den meistens, wenn ich aus der Dusche komme oder mir das Gesicht gereinigt habe und dann mache ich mir was in die Handflächen und tupfe mir das so ein. Das zieht auch gut ein. Manche also sagen, dass das ein bisschen klebrig ist. Ja, es stimmt, aber ihr müsst eben auch ein bisschen sparsamer damit umgehen.
Und das zieht wirklich gut ein und meine Haut verträgt es gut. Meine Haut ist danach richtig schön weich. Also ich würde es empfehlen, abends nach der Gesichtsreinigung aufzumachen. So wie so ein Serum quasi. Meine Haut hat das sehr, sehr gut getan und es ist preislich top. Also kann sich, glaube ich, jeder leisten. Aber ihr müsst wirklich schauen. Also nach diesem Ding, das hatte ich mir vorher schon rausgesucht. Aber ich habe ewig gesucht. Ich stehe bei DM ja immer wirklich wie blöd da. Und das stand nicht bei den ganzen, keine Ahnung, 50 anderen Gesichtswassern, sondern es stand wieder noch ein, zwei Meter weiter. Ja, aber ich bin wirklich super begeistert davon. Meine Haut ist dadurch wirklich schön weich geworden und ich finde, dass sie ebener geworden ist. Ihr seht das vielleicht nicht ganz so immer über die Kamera, aber ich habe eigentlich nicht so gute Haut. Und ich neige leider auch zum Skin Picking, also rumdrücken im Gesicht. Und da ist dieses tolle Produkt ein Wunder. Also es beruhigt die Haut so schön und meine Haut ist dadurch richtig schön eben geworden und weich. Und ja, das Pixi finde ich nach wie vor auch super, aber ist mir leider echt ein bisschen teuer, bin ich ganz ehrlich. Und das reicht auch ewig. Das hat halt so eine milchige Konsistenz. Also ich würde es nicht benutzen, wenn ihr danach noch zig Cremes oder Make-up drauf macht. Ich glaube, da kann es dann so ein bisschen bröselig werden. Das kennt ihr alle. Oder wenn ihr eben noch wieder was danach noch rauftragt, dann die Hände waschen und dann was rauftragen. Ich mag es sehr. Aber im Internet meckern auch viele darüber. Aber gut, jede Haut ist anders, ne? Ich finde es gut. Dann habe ich hier eine Augencreme. Die habe ich mal bei Temu bestellt. Ist so ein mit Rosenextrakt und ja, die ist ganz gut. Dann teste ich gerade dieses Hautöl aus. Von LR ist das. Weiß ich noch nicht. Ich bin es noch am Austesten. Ich mag ja nicht so ölige Sachen, mag ich nicht so. Auch so Waschöls und sowas bin ich nicht so ein Freund von. Und das probiere ich gerade aus. Das ist auch mit Lavendel und so weiter. Habe ich so ungefähr seit einer Woche in Verwendung und muss ich mal nochmal beobachten. Kann ich noch nicht mein endgültiges Resultat sagen. Ja. So, das wäre das eine Fach. Das sind so Sachen, die ich nicht täglich benutze, die ich aber immer suche. So, dann mache ich jetzt das andere Fach auf. Da habe ich diese Handcreme von Vaseline. Die ist so, so, so super schön. Ich habe die bei Action gekauft und für einen guten Preis. Diese Teile sind ja sonst richtig teuer. Von Vaseline, also von der Originalmarke. Und ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe 2 Euro hierfür bezahlt. Und die ist wirklich, wirklich so schön. Die zieht so super ein und hinterlässt so ein weiches Finish. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Schade, dass wir kein Action hier haben. Also die ist wirklich top. Also ich finde sie top. Es kann sein, dass wenn ihr sie benutzt, dass ihr sagt, ach nee, ist nicht mein Fall, ne?
Vergesst das nie, jeder Haut ist anders und jeder mag auch was anderes, ne? Ich finde den Geruch auch so angenehm. Das ist so ein, wenn ihr das riechen könntet. Das ist so ein angenehmer Geruch. Ganz toll. Hoch. Hier, ich gebe dir was. Ich liebe das, den Geruch. Der ist so schön. Und was ganz wichtig bei mir ist, bei Handcreme, sie muss auch gut einziehen. Und das tut sie. So, dann habe ich hier diesen, habe ich euch ja schon mal gezeigt, von Rimmelton, diesen Primer. Den mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Und der ist auch gleich mit Lichtschutzfaktor. Ich dieses Serum. Ist ganz okay. Teste ich so seit ein paar Wochen. Aber benutze ich auch nicht jeden Tag. Kann ich noch nicht genau mein Urteil bilden. Aber es ist okay. Also ist ganz gut. Bei diesem anderen Gesichtsöl von LR, da bin ich mir noch nicht so sicher. Dafür, das ist okay. Und die Creme. So oder so ähnlich gibt es ja mittlerweile auch von Catrice und Essence, glaube ich, diese Cremes. Also die finde ich auch richtig, richtig gut. Die hinterlässt ein richtig gutes Hautbild. Also die färbt nicht, die passt sich irgendwie so den Hautton irgendwie so an und gleicht so minimal so ein paar Rötungen aus. Aber ich mag sie sehr gerne. Ihr seht ja, die Hälfte habe ich auch verbraucht. Mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Ja, das sind so die Produkte, die ich immer so benutze. Dann diese Abdeckcreme, kennt ihr. Die hält, glaube ich, noch 10 Jahre. Die ist wirklich so gut. Ich weiß nicht, wo ich mir die mal bestellt habe, aber ich habe die in diesem Ton und ein bisschen dunkler. Die sind so super. Decken so schön irgendwie eine Unreinheit oder eine Narbe oder irgendwas ab. Fragt mich nicht, ich habe die schon so lange. Ich habe gerade so intensiv geguckt, weil ich weiß nicht, ob mein Video noch weiter aufnimmt. So, dann habe ich noch von Essence diesen Lip Booster. Der ist so ein bisschen mit Menthol. Den mag ich aber auch ganz gerne. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn man sich Lipgloss aufmacht und dann ein Haar
Wer kennt es? Es ist ätzend, ne? Es ist aber immer noch hier irgendwo. Den mag ich auch sehr. Man kann es leider nicht mehr lesen. Das ist von Essence, war das auf alle Fälle. So. Dann habe ich noch diese Creme von DB. Die ist auch bald alle. Aber so eine Dose hält bei mir fast immer ein Jahr. Die benutze ich fürs Gesicht oder auch für die Hände. Und die finde ich gut. Mag ich sehr. Die mag ich sehr gerne. Dann habe ich hier noch diesen, habe ich ja schon öfter mal benutzt. Kennt ihr? Das ist so ein Blush mit so einem Puderstick. Kann man aber auch ohne den nehmen, aber ich benutze tatsächlich dieses Schwämmchen. Und das habe ich euch schon manchmal gezeigt. Mache ich mir denn hier so ein bisschen raus. Und dann habe ich diese Creme hier. Das ist eine Pantolpflege und Schutzsalbe. Ich habe hier am Hals, hier hinten, das sieht eigentlich... Hallo. Das sieht eigentlich fast aus wie ein Knutschfleck, wenn man vielleicht von Weitem das sieht. Es ist aber kein Knutschfleck, es hat die Form eines Knutschflecks, ist aber so ein bisschen erhaben. Und ich kriege es nicht weg, seit Monaten. Ich weiß nicht, was das ist, ich muss halt unbedingt mal zum Hautarzt. Und seitdem ich das benutze, habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen besser wird. Das ist wie so eine... Ich weiß nicht. Ja, ich muss damit unbedingt mal hin. Das ist wie halt so eine frische Narbe, ist das. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier ist das. Naja, egal. Ja, die schmier ich mir da immer drauf. Ich habe das Gefühl, das ist so das Einzige, was so ein bisschen hilft. Ja. So, das waren jetzt so... Moment. Alles wieder ordentlich reinpacken. Das sind jetzt so die Produkte, die ich eben seit Wochen und Monate so am Verwenden bin. Und wenn es ein bisschen mehr sein soll, dann habe ich noch diesen Highlighter, Bronzer. Der ist ganz gut. Dieses Puder. Ja.
Aber solche Sachen benutze ich wirklich vielleicht einmal im Monat, ein-, zweimal im Monat. Mal mehr, mal weniger. Und diesen Simpson-Pinsel. Und hier ist so ein Porenreiniger. Der ist wirklich gut. Aber für Menschen, wie ich es bin, ist er auch Gift. Und wenn ihr dennoch einen Vergrößerungsspiegel habt, macht man einfach so. Also da wundert man sich, was da alles aus den Poren rauskommen kann. Dann habe ich jetzt was, das habe ich aber noch nicht probiert. Das ist ein neues Produkt für mich zumindest. Das ist von Catrice, glaube ich. Ja. Das ist so ein Koffein-Kick Under Eye Serum. Mit 2% Koffein und Cooling-Effekt. Also, den wollte ich mal ausprobieren. Den gab es auch schlecht zu. Mal gucken, wie der so ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da so raufdrücken muss. Oh ja, der kühlt aber gut. Oh ja. Ich sehe gar nicht, ob da was rauskommt. Doch, ich glaube schon. Oh, der kühlt aber schön. Ich hatte zwar schon Augencreme drauf. Also ich bin schon bettfertig sozusagen. Doch es ist richtig schön angenehm. Also wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass man den vielleicht sogar in den Kühlschrank legt, dann ist das noch besser. Es ist wirklich angenehm. Hm. Ist echt angenehm. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt oder ob den, ob es den bei euch gibt. Den hatte ich mir mal neulich mitgenommen. So, das sind jetzt so die Pflegeprodukte und so ein bisschen Kosmetikprodukte, die ich halt täglich mal mehr, mal weniger benutze, aber die ich halt so seit Wochen und Monaten so benutze. Wie gesagt, nicht alle. Die Sachen sind halt, also wie gesagt, nicht alles jeden Tag, aber das sind die Produkte, die ich so im letzten halben Jahr immer so benutzt habe. Zur täglichen so Waschroutine benutze ich alles von AOC. Ein Waschgel und ein Gesichtspeeling und ein Gesichtswasser. Das benutze ich von AOC. Ja. Okay, meine Lieben, das war's auch und ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht kennt ihr ja ein paar Produkte und wenn ja, könnt ihr immer mal sagen, wie ihr die findet oder auch sagen, was ich mir vielleicht noch unbedingt zulegen sollte. Ja, aber ich bin ganz stolz, dass ich jetzt hier so ein Täschchen und vielleicht muss ich jetzt nicht mehr so oft suchen. Hier kommt natürlich auch noch eine Nagelschere rein und Pfefferminzöltropfen. Seht ihr, die habe ich schon wieder im Wohnzimmer auf den Tisch gelassen. Ja, das wäre so meine Videoidee für heute. Dann hoffe ich, wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Ciao, ciao, meine Süßen. Fühlt euch gedrückt, wenn ihr wollt. Tschüss.